Ich möchte mit einer Frau anfangen, die, glaube ich, symbolisch so ein bisschen das Problem illustriert. Das Problem der Irreführung im Internet und dass Menschen Dinge glauben, die äußerst unseriös sind. Es war März 2017, also noch nicht lange her, und diese Frau, eine 55-jährige Bayerin, war auf Facebook, wie viele von uns das sind, und sie scrollte so durch ihren Feed auf ihrem Handy und sah sich an, was so passiert. Und da gab es eine Meldung, die hat sie in Wut versetzt. Ich zeige Ihnen das. Merkel hofft auf 12 Millionen Einwanderer. Lesen Sie da. Von einer Seite, die lustigerweise durch Zufall auch aus Oberösterreich kommt, der rechte Wochenblick. Da stand, Merkel hofft auf 12 Millionen Einwanderer, und die 55-jährige Bayerin las das, regte sich auf und kommentierte das wütend. Aber wissen Sie was? Diese Geschichte stimmt so nicht. Das beginnt schon beim Titel. Nie hat Angela Merkel gesagt, dass sie auf 12 Millionen Einwanderer hofft. Das wurde ihr einfach in den Mund gelegt. Nichtsdestotrotz, oder vielleicht gerade weil da einiges härter dargestellt wurde, als es der Fall ist, hat das super funktioniert und hat 50.000 Likes, Kommentare und Shares ausgelöst. Und um das ein bisschen einzuordnen, das ist noch immer eine der erfolgreichsten Meldungen über Angela Merkel aus einem ganzen Jahr. Das hat wunderbar funktioniert. Es war ein Klickerfolg. Es war kein faktischer Erfolg, aber es war ein Klickerfolg. Und nochmal zurück zu dieser Bayerin, die sich da aufgeregt hat. Die hätte womöglich nie erfahren, dass diese Meldung so nicht stimmte, wäre nicht durch Zufall ich mit ihr in Kontakt gekommen. Weil gerade zur gleichen Zeit habe ich mein Buch recherchiert, Lügen im Netz, und habe Menschen gesucht, die auf irreführende Meldungen hineingefallen sind. Und dass wir dass diese Frau bereit war, mit mir ein Interview zu führen, dass wir am Telefon sprechen konnten. Und ich habe mehr als 2 Stunden mit ihr geredet. Ich hatte am Apparat eine freundliche, eine gesprächsbereite, aber auch eine wütende Person, die sich über die deutsche Flüchtlingspolitik extrem aufregen kann. Und ich habe mich vor allem dafür interessiert, wie Menschen damit umgehen, wenn sie was geglaubt haben, wenn sie wo quasi in die Irre geführt worden sind, was dann einfach so faktisch widerlegbar war. Und das Gute ist, die 55-jährige Bayerin, die fand es auch unbehaglich, wie viel Unsinn im Netz kursiert. Das hat ihr auch Sorgen gemacht. Ich war dann aber ein bisschen überrascht, wie sie über die konkrete irreführende Meldung sprach. Es war nämlich so, dass ich die Frau fragte, ob sie das ärgert. Ob sie das ärgert, dass sie da etwas geglaubt hat, was sich dann als unseriös entpuppte. Und die Frau sagte zu mir, ich lese das vor, was heißt ärgern? Ärgern tut es mich insofern nicht, weil ich der Meinung bin, es kann passieren. Auch wenn es jetzt momentan nicht gestimmt hat, ist es doch eine Meldung, die passieren kann. Und ich möchte Ihnen nur das ganz kurz aufschlüsseln, was das eigentlich heißt. Ich finde es nämlich wirklich krass. Stellen Sie sich vor, Sie sind Angela Merkel oder Sie sind irgendein bekannter Politiker und jemand erfindet irgendetwas über Sie. Und dann ist aber klar, dass Sie das nie gesagt haben, dass Sie das nie geplant haben, und das wird aufgedeckt und es wird quasi verteidigt, dass Sie zu Unrecht Ihnen etwas über Sie berichtet wurde. Und dann sagt jemand, aber vielleicht tun Sie das eines Tages noch. Das ist schon irre. Dann kann ich ja alles über jeden behaupten, und wenn sich die Person verteidigt, sagt die andere Person, naja, vielleicht machst du es ja noch. Und das ist, glaube ich, ganz gefährlich, wenn wir politische Diskussionen so führen. Weil ich glaube schon, dass man die Fairness haben muss, Fakten zu respektieren. Und das, was diese Bayerin
die mit mir am Telefon gesprochen hat, gesagt hat, ich bin fast dankbar, dass sie das auch wirklich ausgesprochen hat, weil ganz ähnliche Argumentationen, die lesen wir online voll viel. Vielleicht haben sie das schon mal selbst mitgekriegt, das passiert immer wieder. Wenn eine Falschmeldung korrigiert wird und dann die Richtigstellung im Netz sichtbar ist, dann posten manchmal Leute drunter, aber es hätte auch wahr sein können. Und das macht halt Diskutieren unglaublich schwierig, wenn jeder irgendwas behaupten kann mit dem Hinweis, es könnte genauso wahr sein. Ich glaube, wir brauchen eine Debatte, die sachlicher abläuft. Und wir brauchen eine Debatte, wo wir an Fakten festhalten. Ich werde heute drei Dinge mit Ihnen gemeinsam machen. Erstens werde ich so ein bisschen auf die Frage eingehen, wie groß ist das Problem der Irreführung im Internet? Und zweitens, warum ist gerade im Netz so viel Unsinn sichtbar? Woran liegt das? Dass manche Meldungen wie diese, die ich Ihnen vorgezeigt habe, so super erfolgreich sind. Gibt es da Mechanismen, die im Internet anders sind? Und drittens, was können wir tun? Weil ich zum Beispiel glaube, dass gerade Lehrerinnen und Lehrer sehr viel machen können und dass eigentlich sogar jeder für sich selbst einiges machen kann. Und es beginnt damit, dass man geschickter wird, rasch Falsches zu erkennen, rasch Warnzeichen zu erkennen, wo man vielleicht gerade manipuliert wird. Da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, weil ich glaube, wir können besser werden, es den Fälschern schwerer zu machen. Aber gehen wir kurz auf die Grundsatzfrage ein, wie groß ist das Problem? Und da muss man wirklich sagen, es gab eine Phase, die hat so circa alles übertroffen, was wir bis dahin erlebt hatten, und das war die US-Wahl in meinen Augen. Dazu nur eine Übersicht. Das Online-Medium BuzzFeed hat eine Datenauswertung gemacht. Die haben Monat für Monat die 20 erfolgreichsten Nachrichtentexte, also normalen Journalismus, ermittelt und wie viel Wirbel das auf Facebook auslöste, wie viele Likes, wie viele Kommentare, wie viele Shares das bekam, also wie populär der Inhalt war. Und dann haben sie immer ausgewertet, jedes Monat, wie erfolgreich die 20 stärksten Fake-News-Texte waren, also komplett erfundene Geschichten. Und da gab es diesen Moment, da ist es gekippt. Nämlich in den letzten 3 Monaten vor der Wahl waren die 20 stärksten Fake-News-Texte auf Facebook erfolgreicher als die 20 stärksten Nachrichtentexte. Und ich finde das sehr unbehaglich, wenn komplett Erfundenes auf einmal so eine Sichtbarkeit bekommt. Und was war die erfolgreichste Meldung unter diesen Fake News, also die erfolgreichste Meldung im US-Wahlkampf, ich zeige Ihnen das. Die Behauptung, der Papst würde die Kandidatur von Donald Trump unterstützen. Und da lachen immer einige, weil das wirklich so absurd ist. Das wirklich Beeindruckende ist, viele Trump-Wähler haben es überhaupt nicht absurd gefunden, sondern sich gefreut, was für eine vernünftige Entscheidung der Papst trifft. Und das Lustige ist, es gibt ja oft die Meinung, ja, aber vielleicht werden Fake News ja nur von Leuten geteilt, die das gar nicht ernst meinen, und das glauben die Leute ja nicht, man kann ja nicht so doof sein. Ich glaube, das hat nichts mit doof oder nicht doof zu tun. Ich glaube, Falschmeldungen wirken bei Menschen, die an diese Falschmeldung auch glauben wollen. Und es ist generell so, dass Menschen eher nicht hinterfragen, wenn sie etwas, eine Neuigkeit lesen. Wir haben eher den Modus, wir glauben mal sehr viel, und erst wenn es schon sehr offensichtlich wird, dass jetzt Warnzeichen existieren, dann fangen wir an, vielleicht daran zu zweifeln. Aber gehen wir kurz auf diese Meldung ein. Da hat nämlich auch das Online-Medium BuzzFeed eine Auswertung dazu gemacht. Die haben das Meinungsforschungsinstitut Ipsos beauftragt, Amerikaner zu befragen, ob sie eine Falschmeldung gesehen hatten. Da wurden etliche Falschmeldungen abgefragt. Und dann wurden die Amerikaner, die das gesehen hatten, auch gefragt, halten Sie das für wahr? Und unter jenen Amerikanern, die die Meldung gesehen hatten, dass der Papst Donald Trump unterstützen würde, unter diesen Amerikanern hielten 2 von 3 die Meldung für wahr. Die Mehrheit glaubte, dass es richtig ist. Und das ist gar kein ungewöhnliches Ergebnis. Auch andere Untersuchungen zeigten, dass tendenziell Menschen eher glauben, was sie lesen. Das ist ein gewisses Problem. Und wir reden sehr viel über die USA. Was ich aber sehr spannend finde, ist, es gab ähnliche Effekte auch schon in europäischen Wahlen. Die sind
vielleicht nicht so gut dokumentiert, die sind vielleicht nicht so bekannt, die sind vielleicht auch nicht ganz so groß, das glaube ich auch. Aber auch in Europa haben wir manchmal besorgniserregende Situationen. Ich denke da speziell beispielsweise an die italienische Abstimmung Ende 2016. Da hat Italien ein Verfassungsreferendum durchgeführt. Vielleicht erinnern Sie sich. Da wurde abgestimmt, ob Italien die Verfassung ändern soll und der Senat geschwächt werden soll. Die Bürger sagten letztlich Nein. Aber in den Wochen vor dieser Abstimmung kursierten auch in Italien sehr viele Gerüchte und die Faktenchecker der Webseite Pagella Politica haben einfach geschaut, was waren die 10 erfolgreichsten Artikel zum Referendum in Italien auf Social Media. Und es stellte sich heraus, von den 10 erfolgreichsten Artikeln zum Referendum in Italien auf Social Media waren 5 falsch oder irreführend. Ich zeige Ihnen das ganz kurz. Die roten Punkte sind Falschmeldungen. Und der gelbe Punkt ist eine Meldung, wo der Titel einfach etwas behauptet, was dann nicht im Text zu finden ist. Auch ein übliches Spiel. Aber gehen wir kurz auf die erste Meldung ein, auf die erfolgreichste Meldung in Italien zum Referendum. Da wurde behauptet, 500.000 gefälschte Stimmzettel seien vor der Abstimmung gefunden worden. Und es wurde quasi suggeriert, man muss jetzt den großen Wahlbetrug fürchten. Als Österreicherin fühle ich mich da immer an was erinnert. Auf jeden Fall haben wir unbehagliche Entwicklungen auch in anderen Ländern schon recht deutlich sehen können. Und ich zeige Ihnen dazu passend eine kleine Auswertung, eine Datenanalyse aus dem deutschsprachigen Raum, was ich mir neulich angesehen habe. Das ist eine Übersicht der 10 erfolgreichsten Meldungen über Flüchtlinge im deutschsprachigen Raum. Und wie Sie schon an der Farbgestaltung erkennen können, war da auch einiges eher Unseriöses oder Tendenziöses dabei. Das sind die Top 10 Meldungen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum im Jahr 2017. Und ich zeige nur eines, die erfolgreichste Meldung über Flüchtlinge 2017 war eine komplette Erfindung. Da wurde einfach behauptet, 700 Euro Weihnachtsgeld bekommt jetzt jeder Flüchtling. Das war eine Meldung, die auf Deutschland abzielte, aber die irre gut ging. Und lustigerweise, ich habe diese Übersicht auch gebloggt, ich habe das veröffentlicht und dann hat mir ein User zurückgeschrieben, dass er jetzt erst versteht, was ihm ein Bäcker mal sagte, der sich ihm gegenüber aufregte, dass die Flüchtlinge ein Weihnachtsgeld bekommen und der keine Ahnung hatte, wovon dieser Mann redet, dass es anscheinend auch diese Falschmeldung war, die dann quasi im Backgeschäft sozusagen mit einfloss und übernommen wurde. Das heißt, auch im deutschsprachigen Raum haben wir einzelne Falschmeldungen, die extrem erfolgreich sind. Ich würde nicht sagen, dass unsere Debatte nur noch Fake News sind. Ich würde es anders formulieren. Einzelne Falschmeldungen erzielen eine irre Reichweite und sind extrem sichtbar. Und ein Teil der Bürger, die besonders dubiose Quellen stark lesen, die sehen besonders viele Falschmeldungen. Da ist es wirklich ein wilder Mix an Geschichten, mit denen die über einschlägige Kanäle in Kontakt kommen. Und das Interessante ist, ich weiß, dass Sie Lehrerinnen sind und Lehrer, darum habe ich auch ein paar Beispiele mitgebracht, die vielleicht für Schüler eher von Relevanz sind, weil ganz ehrlich, Jugendliche und Erwachsene haben ein sehr anderes Mediennutzungsverhalten. Während zum Beispiel Erwachsene vorrangig auf Facebook aktiv sind, sind ihre Schüler wahrscheinlich schon gar nicht mehr auf Facebook, können damit wenig anfangen, die sind dann eher auf zum Beispiel Instagram, vielleicht Snapchat, auf jeden Fall auch WhatsApp, weil das viele Klassen haben und auf jeden Fall auch YouTube. Das heißt, Jugendliche kommen mit anderen Medien in Kontakt und damit auch mit anderen Falschmeldungen. Und wir sehen auch, dass die Mythen, die dann Jugendliche oft hören, ganz andere Themen betreffen. Ich zeige ein Thema her, das Sie im Unterricht vielleicht sehr oft auch erlebt haben. Die Killer-Clowns. Und das wirklich Schlimme ist, bei den Killer-Clowns, das war ein, fand ich, sehr gutes Beispiel von einer Hysterie, die medial gefördert wurde und von Trittbrettfahrern, die schnell ein bisschen Aufmerksamkeit erzielen wollten und oft auch einfach etwas behauptet haben.
Und das ist deswegen auch so ein gutes Beispiel, weil es oft eine ganz skurrile Kombination aus klassischen Medien war und neuen Medien. Weil zum Beispiel in Österreich ein Teil dieser Aufregung über Killer-Clowns, muss man sagen, kam auch über das Boulevard. Da musste ich nicht mal ins Internet gehen, um so tiefst fragwürdige Behauptungen mitzubekommen. Um das vielleicht ganz kurz einzuordnen, falls es jemand noch nicht so genau verfolgt hat. Die Geschichte ist die, dass in den USA das anfing und dort von mysteriösen Clown-Sichtungen berichtet worden sind, wo Clowns angeblich brutal wären, vielleicht auch Menschen attackieren, Menschen umbringen. Und das wurde so eine Art Hype, wo dann in unterschiedlichen Städten immer wieder behauptet hätte, man hätte einen Clown gesehen. Und tatsächlich gab es dann auch Nachahmer, Menschen, die sich tatsächlich Clownskostüme angezogen haben, um Menschen einzuschrecken. Aber das Ganze war nur ein Medienphänomen in erster Linie, weil hätten nicht eher boulevardeske Medien das ständig aufgegriffen, ständig thematisiert. Erstens hätten dann Menschen in Europa und dann Österreich nichts davon mitbekommen und hätten nicht einzelne Bürger das Gefühl gehabt, dass sie so viel Aufmerksamkeit, fast schon Berühmtheit bekommen können, indem sie mitspielen, hätten die das auch nicht gemacht. Das heißt, da sind ganz viele Dinge eigentlich schief gegangen. Und mir haben das schon ein paar Lehrer erzählt, ich rede auch manchmal, mache manchmal Kurse mit Lehrern, dass manche Schüler sich wirklich gefürchtet haben. Und das ist halt wirklich problematisch. Und es gab auch Fälle, wo Clowns attackiert worden sind, Clowns, die gar nichts Böses gemacht hatten, einfach nur, weil sie auch ein Opfer des Ganzen wurden. Und ich bringe dieses Beispiel deswegen, weil wenn man keine Kinder hat und wenn man diese Debatte nicht verfolgt hat, dann ist das, glaube ich, eine total skurrile Debatte. Da denkt man sich, worum geht es da? Aber für Jugendliche war das zwischenzeitlich ein wirklich riesiges Thema. Und wir sehen eben, dass bei Jugendlichen oft andere Themen ziehen. Manchmal gibt es zum Beispiel auch Falschmeldungen über die Harry Potter-Reihe, die dann auch spektakulär aufgenommen wird. Und warum zeige ich Ihnen speziell dieses Beispiel mit dem Killer-Clown, der angeblich wo gesichtet worden ist? Weil das war eine Seite, eine Webseite, 24 Aktuelles, als diese Aufregung war, die war wie zugespammt, nur noch von Clown-Sichtungen. Und es hat sich brillant verbreitet im Netz. Und wenn Sie auf diese Seite gehen, die heißt 24aktuelles.com, dann empfehle ich Ihnen, scrollen Sie mal ganz nach unten, einfach nur bis nach unten, bis Sie anstoßen sozusagen. Dann steht dort das. Über uns. 24aktuelles.com ist eine Internetseite, die zur Unterhaltung dient. Die falschen Witz, das ist sogar falsch geschrieben, die falschen Witz werden von unseren Usern verfasst. Alle Witz dieser Seite sind frei erfunden und fiktiv. Es ist alles nur Spaß. Keiner der Witz sollte ernst genommen werden oder als seriöse Informationsquelle benutzt werden. Also ich finde, das Lustigste an der Seite ist der sind die Rechtschreibfehler da, aber sonst sind sie nicht sonderlich lustig. Also diese Seite tarnt sich als Satire, das ist aber keine Satire. Es ist keine Satire, Menschen einfach Angst einzujagen. Das hat nichts mit Satire zu tun. Satire braucht ein wahres Tatsachensubstrat, das dann erhöht wird. Wenn ich einfach etwas erfinde, ist einfach eine Erfindung, nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, hier lohnt sich, sehen wir schon, was Medienkompetenz bedeutet. Medienkompetenz bedeutet manchmal einfach, ganz nach unten zu scrollen. Also es sind oft kleine Tricks. Und ich zeige noch etwas, was auch Jugendliche teilweise mitgebracht haben, das haben mir zumindest Lehrer erzählt. Manchmal ist es so, dass ich weiß, in Linz gibt es ja auch zum Beispiel die Heute, die gratis aufliegt, in Wien gibt es das auch. Und das, mein Eindruck ist, dass Schüler da besonders prädestiniert sind, am Weg das mitzunehmen. Und dann kommen die Kinder in die Klasse und haben Geschichten darin gelesen. Das gleiche gilt für Österreich, das ja auch häufig gratis verteilt wird. Und dann lesen sie solche Geschichten. Wien, Schulverbot für Christkind und Nicolo. Auch eine wunderbar zirkulierende Geschichte, die falsch war. Ich glaube, das ist wahrscheinlich jedem hier bekannt. Aber ich glaube, dass da gerade Schule Einordnung liefern kann. Ich komme dann nachher nochmal auf dieses Beispiel zurück. Ich möchte aber jetzt kurz auf das Internet zu sprechen kommen. Ich habe dieses Beispiel auch deswegen mitgebracht, weil auch das eine super erfolgreiche Geschichte im Internet war. Ich zeige Ihnen das. Das gab es 24.600 Likes, Kommentare und Shares. Für eine Geschichte, die wirklicher Unsinn war. Weil diese Schule das weder verboten hatte, noch andere Details darin stimmten. 24.600 Likes. Und jetzt ist die Frage,
Warum funktioniert sowas so gut? Und ich bringe Ihnen zwei große Erklärungen mit. Die eine ist Emotion. Diese Geschichten, zum Beispiel, wir haben das jedes Jahr, Geschichten über Weihnachten, dass Weihnachten angeblich abgeschafft wird. Das Lustige ist, weil, ist mir noch nicht aufgefallen, mir mein Eindruck ist, Weihnachten beginnt jedes Jahr einen Monat früher, also bald auch im August. Auf jeden Fall, warum funktioniert das? Weil Menschen Weihnachten mögen. Weil Menschen ein positives, eine Erinnerung an den Nikola haben. Ich auch, ich fand das als Kind immer lustig, wenn das passiert. Das heißt, man hat eine positive Assoziation und dann heißt es, die heutigen Kinder dürfen das nicht mehr erleben. Natürlich werden Menschen wütend. Und das ist der springende Punkt. Viele Falschmeldungen lösen Wut aus. Und im Affekt denken Menschen dann gar nicht drüber nach, ob das stimmt oder nicht, sondern sie klicken sofort auf Teilen, auf Liken, auf Kommentieren. Und so rasen dann schließlich wutauslösende Meldungen durch Netz, werden massiv geteilt. Das sage ich nicht einfach so, das wissen wir aus Auswertungen. Wut ist eine aktivierende Emotion. Ich gebe Ihnen eine Studie dazu. Der Politologe Timothy Ryan hat politische Inserate auf Facebook getestet. Also er hat politische Werbung auf Facebook geschaltet und er hat Folgendes festgestellt. Wenn eine politische Werbung auf Facebook Wut auslöst, wird sie mehr als doppelt so stark geklickt im Vergleich zu einer neutraleren Botschaft. Das heißt, es ist eine super Strategie, Wut auszulösen, wenn man Menschen zum Klicken bringt. Im Englischen heißt es auch, angry people click more. Und wir sehen es auch in vielen Auswertungen. Ich muss Ihnen das kurz zeigen. Was passt gut dazu? Welcher Politiker passt gut dazu? Donald Trump. Das ist eine Auswertung des Informatikers Patrick Martincheck von 4 Millionen Facebook-Posts. Und er hat ausgewertet, darunter auch, die offiziellen Posts von Hillary Clinton und von Donald Trump. Und er hat analysiert pro 1 Million Facebook-Fans, wie viele Likes, wie viele Kommentare, wie viele Shares bekommt jeder. Und die Grafik ist leider auf den ersten Blick nicht so ganz verständlich, darum erkläre ich das kurz. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Nulllinie, der weiße Strich unten, Hillary Clinton ist. Und die roten Balken sind all das, was Donald Trump mehr auslöste. Mehr Likes, mehr Kommentare, mehr Shares. Und am vielsagendsten finde ich Folgendes. Wenn Sie auf Facebook sind, wissen Sie das? Es gibt auch diese Smileys, die sogenannten Reactions, wütend, traurig, wow, haha und so weiter. Von all diesen Smileys hat Trump mit Abstand am meisten Wut ausgelöst. Solche Datenauswertungen verraten leider nicht, ob die Menschen gemeinsam mit Donald Trump wütend waren oder über ihn. Wir merken aber, dass Provokateure super Zahlen, super Reaktionen auslösen. Ebenso wie Falschmeldungen. Und das war wahrscheinlich schon immer so, dass wir Menschen auf wütend machende Inhalte einfach reagieren und anstecken lassen. Aber im Netz kommt ein zweiter Aspekt hinzu, nämlich die Technik. Wenn Sie ein Facebook-Profil haben, dann sehen Sie nicht alles, was Ihre Freunde und die gelikten Seiten posten. Sie sehen nur einen Bruchteil. Die Software, ein sogenannter Algorithmus, wählt für Sie aus, was Ihnen eingeblendet wird und was Ihnen nicht eingeblendet wird. Und wir wissen zu wenig über diesen Algorithmus, aber wir wissen ein paar Grundzüge. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass der Algorithmus Interaktion belohnt. Das heißt, ein Posting, das viele Likes, viele Kommentare, viele Shares hat, wird umso mehr Menschen eingeblendet. Und überlegen Sie nur, was ich gerade vorgesagt habe. Wenn ich Wut sehe, wenn ich ein wütend machendes Posting verfasse, einen wütend machenden Beitrag verbreite, eine wütend machende Falschmeldung verbreite, werde ich Menschen dazu bringen, mich zu liken, zu kommentieren, das zu teilen. Und dann kommt der Algorithmus und sagt, ah, super, 25.000 Interaktionen, 25.000 Likes. Das ist relevant, das zeigen wir jetzt ganz vielen Menschen an. Und das führt zur Frage, inwieweit die Technik emotionalisierende Beiträge belohnt. Ich nenne das immer Algorithmen als Dramamaschine, weil so eine Technik dazu geeignet ist, Drama zu fördern, ständiges Drama. Wenn ich Facebook aufmache, ist es manchmal so, ich mache Facebook auf, ich scrolle so runter, ich bin auf 180, ich mache Facebook wieder zu. Und das Problem ist, Algorithmen als Dramamaschine, ganz ehrlich, wir können nicht wirklich messen, wie ernst zu nehmen dieses Phänomen und dieses Problem ist. Warum?
weil es dazu unabhängige Untersuchungen bräuchte, unabhängige Wissenschaft. Und das erlaubt Facebook bisher nicht. Also wenn Facebook seit einiger Zeit betont, wie sehr sie eigentlich auch sich einsetzen wollen gegen dieses Phänomen namens Fake News und so weiter, dann wäre eigentlich der erste Schritt, dass sie sich der Wissenschaft zum Beispiel öffnen, damit wir nicht im Dunkeln tappen. Das heißt, was wir hier sehen ist, der Mensch reagiert einfach auf wütend machende Inhalte und womöglich verstärkt die Maschine das. Es ist oft eine Kombination aus Mensch und Maschine. Auch im zweiten Aspekt, den ich ansprechen möchte, nämlich jener, dass manchmal ein paar der schönsten Seiten des Internets auch negative Facetten haben können. Ich zeige Ihnen das ganz kurz so her. Ich versuche immer Katzen in meine Vorträge hineinzuschummeln. Ich habe einen Hund und eine Katze gezeigt. Der springende Punkt ist, jeder von uns hat irgendwelche Leidenschaften, irgendwelche Interessen. Und ich bin ein bisschen Durchschnittsuser, das heißt, ich mag wirklich Katzen gerne. Ich hätte kein Problem, eigentlich nur noch Katzen im Internet anzuschauen, wenn ich nicht mehr arbeiten müsste. Und das Tolle am Internet ist, es wird mir auch möglich gemacht. Wenn ich zum Beispiel mein Instagram-Feed öffne, das Fotoportal Instagram, sehe ich fast nur Katzen. Und das finde ich toll. Und ich weiß nicht, welche Hobbys Sie haben, wenn Sie sich für italienische Literatur interessieren oder für, was weiß ich, Motorradfahren oder Lesen, keine Ahnung. Sie können sich in Ihre Interessen online immer tiefer hineinsteigern. Sie können recherchieren, Sie können ganz viel rausziehen aus dem Internet. Das ist einfacher als früher, weil wenn Sie früher katzennah waren, haben Sie nicht so leicht ständig Katzen-Updates bekommen, sozusagen. Sie konnten vielleicht eine Katzenfachzeitschrift abonnieren, die dann einmal im Monat kam, oder Sie haben Katzenratgeber gekauft. Aber die Welt war noch nicht so verkatzt wie durch das Internet. Auf jeden Fall ist das Lustige, was es in meinem Feed nicht so stark gibt, sind Hunde. Der Hund, der wäre immer nur einen Mausklick entfernt, aber ich klicke nicht dorthin, weil mich Hunde nicht so interessieren. Und ich weiß, es gibt Leute, die mögen Hunde mehr, kann ich nicht ganz verstehen. Aber auch wenn Sie Hunde mögen, ist es für Sie möglich, sich nur noch in Hunde hineinzusteigern. Ist ja absolut okay. Ist dubios für mich, aber es ist okay. Ich ziehe das hier vor, das ist mein Feed, da kommen keine Hunde vor. Oder ganz wenig und dann denkt man, boah, jetzt steht schon wieder ein Hund, ich halte es gar nicht aus. Wo sind die Katzen? Und was ich Ihnen beschreibe, das ist insofern ganz lustig, als dass das gleiche Verhalten, das ich bei Haustieren habe, können Menschen auch bei politischen Debatten haben. Dass sie sagen, ich möchte hauptsächlich das sehen, bitte, und den Rest lieber nicht. Und wenn ich es dann doch sehe, denkt man, weg. Nicht, danke, nein. Das ist ein Phänomen, das die Wissenschaft Echokammer nennt. Das sind digitale Räume, in denen Menschen sich großteils mit Gleichdenkenden umgeben und eher Informationen von Seiten beziehen, die ihrem Weltbild entspricht. Ich sage es ganz ehrlich, wir wissen auch nicht genügend, wie ernst zu nehmen dieses Phänomen ist. Ob das wirklich alle in unserer Gesellschaft betrifft, daran kann man sogar Zweifel haben. Weil das Gute ist, dass viele Bürger noch einen sehr pluralistischen Medienkonsum haben. Die sehen schon oft genug Dinge, die sie nicht unbedingt nachgefragt haben. Aber wir sehen, dass ein Teil der Bürger schon eine sehr eingeschränkte Informationsdiät hat. Und das sind oft jene Bürger, die dann häufig auch noch mit sehr einseitiger Information in Kontakt kommen. Und das ist eine Gefahr. Ich habe mal mit einer Bürgerin aus Salzburg gesprochen, also falsch, aus Westösterreich war das insgesamt. Ich sage es nicht so genau, wo sie herkam. Und die hat mir erzählt, dass sie sehr viele islamkritische bis islamfeindliche Seiten online liest. Und sie hat mir gesagt, was sie liest, das beunruhigt sie. Sie sagte wortwörtlich, ich stehe in der Früh auf mit Zweifeln und ich gehe abends mit Zweifeln schlafen. Und ich habe sie gefragt, was für eine Geschichte ist, die Zweifel wecken bei ihr. Und sie hat gesagt, sie hat jetzt schon so oft die Geschichte gelesen, dass sich blonde Frauen in Schweden die Haare schwarz färben würden. Sie fragt sich, was ist da dran? Und natürlich ist da nichts dran. Das ist eine Behauptung, die auf einschlägigen Seiten seit Jahren kursiert. Aber wenn Sie das immer und immer wieder lesen, weil Sie genau die einschlägigen Seiten lesen, und jedes Mal, wenn Sie Facebook öffnen, sehen Sie genau das, dann fragen Sie sich vielleicht, naja, wenn ich das so oft lese, ist da nicht vielleicht ein Körnchen Wahrheit drin?
Und so funktioniert auch die Irreführung über die Wiederholung. Wir wissen schon seit den 1970er Jahren, wenn Menschen eine Behauptung öfters hören, halten sie sie eher für wahr. Das wird als Wahrheitseffekt bezeichnet. Im Englischen, finde ich, ist das Wort ein bisschen besser. Im Englischen heißt es Illusory Truth Effect. Also wird die Illusion im Wort schon hervorgehoben. Durch die pure Wiederholung halten Menschen etwas für plausibler. Und wenn sie jetzt dann nicht dauernd Katzen wiederholt haben, sondern sehr unseriöse Inhalte, halten sie vielleicht auch diese unseriösen Inhalte für sehr plausibel. Wir wissen noch nicht genug, wie groß dieses Phänomen genau ist und in wie vielen Teilen der Bevölkerung. Aber wir sehen, dass ein Teil der Bürger auf jeden Fall eine sehr eingeschränkte Informationsdiät für sich wählt. Das ist ein Problem. Und das Spannende ist, ich komme jetzt zu den Lösungsvorschlägen. Das ist die Echokammer, diese Sorge. Das Spannende ist, wir könnten stärker gegen die Echokammer ankämpfen, vor allem auf technischer Ebene. Große Plattformen hätten hier die Verantwortung, uns es leichter zu machen, aus dieser Echokammer auszudringen, vielleicht Fenster einzubauen oder Türen, dass man leichter rausgeht. Ich gebe nur ein Beispiel. Ich hätte gerne einen Überrasch-mich-Knopf auf Facebook, wo ich draufklicke und mindestens einmal am Tag sehe ich eine Meldung, die ich sonst nie gesehen hätte, die aber in anderen Communities, in anderen Echokammern sehr beliebt gerade ist. Ich zumindest fände interessant, worüber andere Menschen, die anders sind als ich, gerade stark diskutieren. Vielleicht würde ich mehr über die Gesellschaft lernen. Sie können jetzt sagen, das ist vielleicht ein Elitenprogramm und total verkopft, was ich jetzt vorschlage. Der springende Punkt ist aber der, es wurde uns noch nie angeboten. Wir wissen nicht, wie erfolgreich oder unerfolgreich so ein Feature ist, weil wir nie die Option hatten. Und das, finde ich, ist schon ein Problem, dass es solche Angebote bisher gar nicht gab. Sie können auch nicht einstellen auf Facebook, nach welchen Kriterien Informationen für Sie ausgefiltert werden soll oder eingeblendet. Das erlaubt Ihnen das Unternehmen auch nicht. Das heißt, es wäre hier durchaus möglich, dem Nutzer mehr Mitbestimmung zu geben oder mehr diverse Inhalte anzuzeigen. Das heißt, wir könnten die Echokammer, egal wie groß oder klein sie nun ist, aber wir könnten sie stärker einreißen. Das ist das eine. Wenn Technik ein Teil des Problems ist, muss Technik auch ein Teil der Lösung sein. Aber das ist eben nicht das Einzige. Ein Teil des Problems ist auch der Mensch. Und ich glaube, da kann gerade die Bildung ansetzen, weil sie das Glück haben, dass sie mehr junge Menschen vor sich haben, die keine Wahl haben. Erwachsene sind schwieriger, weil die haben Wahl. Das heißt, denen können wir nicht so leicht Kompetenzen vermitteln. Aber das Gute ist, dass wir das bei Jugendlichen können. Und ich habe Ihnen noch ein paar Informationen mitgebracht. Ich möchte zu diesem Thema der Echokammer noch eine Sache zeigen aus Deutschland. Das ist eine super Datenauswertung von 5000 Menschen, deren Like-Verhalten ausgewertet wurde, also 5000 Deutsche. Und da hat sich die Süddeutsche angeschaut, Menschen, die zum Beispiel im Umfeld der CDU sind, was liken die auf Facebook, Menschen, die im Umfeld der SPD sind, was liken die auf Facebook, also alle möglichen Lager. Und ich zeige Ihnen, wie das aussah. Das ist die Auswertung der politischen Debatte auf Facebook in Deutschland. Sie sehen, und das ist zuallererst eine gute Nachricht, Sie sehen, dass die meisten Parteimilieus sehr nah beisammen sind. Ich gehe da leider weg, sonst halte ich zu sehr. SPD, Linke, Grüne, FDP, CDU, CSU, die sind noch relativ nah beisammen. Das heißt, da gibt es eher mehr Interaktion dazwischen. Menschen, die SPD, also im Umfeld der SPD sind, haben mitunter auch Seiten geliked, die eher aus dem Umfeld der CDU sind, beispielsweise. Und wahrscheinlich fällt es Ihnen schon hier auf, es gibt nur eine Partei, die eine größere Distanz aufweist, also genau gesagt ein Milieu einer Partei, und das ist die AfD. Und das sind einfach Warnsignale. Und beginnen wir mit dem Ersten, was man bei Menschen tun kann, wenn Sie vielleicht sogar Informatikunterricht machen oder ein anderes Fach, zeigen Sie Ihren Schülern mal solche Auswertungen, das ist ganz interessant. Auch Sie können über Technik aufklären. Einerseits, indem Sie einfach solche Dinge zeigen und erklären, was da passiert und was man da sieht. Das ist ein Warnsignal, dass ein Teil der Bevölkerung eher eine größere Distanz zum Rest des politischen Lagers hat, zur politischen Debatte. Aber Sie können auch selbst lustige Experimente machen. Mir hat das neulich jemand erzählt, dass sein Sohn im Informatikunterricht
die mussten sich alle ein Facebook-Profil zulegen, aber ehrlich gesagt ein Fake-Facebook-Profil, die haben alle irgendwelche Namen erfunden und dann haben sie unterschiedliche Bürger nachgeahmt. Der eine interessiert sich für die ÖVP, der andere interessiert sich für die SPÖ, der andere interessiert sich für die FPÖ und liked dementsprechend Seiten, von politischen Seiten bis zu Medien. Und dann haben die Schüler immer wieder geschaut, im Wahlkampf war das, was ihnen auf Facebook eingeblendet wird. Und sie sahen, wie unterschiedliche Nachrichten daherkommen, weil ich ein unterschiedliches Nutzungsverhalten habe. Das ist eine sehr gute Art und Weise, einen Algorithmus zu erklären. Jetzt kann man sagen, okay, die meisten Schüler sind nicht auf Facebook. Das ist vielleicht ein bisschen an der Realität von ihnen vorbei. Sie können das übrigens auch mit YouTube machen. Auch dort gibt es einen Algorithmus. Sie können das mit Instagram machen. Auch dort gibt es einen Algorithmus, den ich persönlich besonders ärgerlich finde, weil der YouTube-Algorithmus auch sehr zeitlich verzögert ist, ist mein Eindruck. Das heißt, Sie sehen oft erst Stunden oder Tage später einen Post und dann sehen Sie einen wunderschönen Sonnenuntergang und es ist jetzt 12 Uhr mittags. Da denke ich mir, vielleicht nicht ganz perfekt. Das hat jetzt nichts mit dem Thema Fake News zu tun, aber ich denke, solche technischen Details anzusprechen, ist für Schüler oft interessant, weil die sich auch fragen, warum sehe ich das jetzt und nicht zur richtigen Uhrzeit? Das heißt, Sie können einfach diese Dinge diskutieren. Technik erklären, das ist das eine. Aber Sie können auch Medienkompetenz fördern. Sie können schauen, dass Schüler sich leichter tun, Falschmeldungen rasch zu entlarven. Und da habe ich Ihnen 3 Tipps mitgebracht. Was Sie tun können und dann auch Ihren Schülern vermitteln. Das Allerwichtigste ist, misstrauen Sie der Optik. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass viele unseriöse Seiten auf den ersten Blick wie ganz normale Medien aussehen. Weil es extrem billig geworden ist, eine Webseite aufzuziehen, die wie ein professionelles Medium wirkt. Sie brauchen, ich habe mir das angeschaut, Sie brauchen vielleicht 100 Euro im Jahr, Sie können es wahrscheinlich sogar günstiger kriegen, aber mit 100 Euro im Jahr sind Sie schon super dabei. Da kriegen Sie eine Domain, also die Internetadresse, und dann können Sie sich die gratis Blogging-Software holen. Und dann kaufen Sie sich vielleicht noch ein schönes Layout dazu, ein sogenanntes Theme, das ausschaut wie eine Nachrichtenseite. Und da müssen Sie nicht einmal HTML können. Sie müssen eigentlich nur den Willen haben, eine Seite zu starten. Und auf den ersten Blick wird Ihre Seite seriös aussehen. Sie können sich zum Beispiel die Domain holen, internationale Wirtschaftsnachrichten. Und was Sie dann dort machen, kann alles Mögliche sein, aber es geht sehr einfach. Und das passiert in der Realität tatsächlich, dass die Optik im ersten Moment gar nicht so schlecht ist. Ich zeige Ihnen dann noch einmal diese Seite. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück, dass Sie sich erinnern, wo wir die schon hatten. Das war den Killer Clowns. Das war die Seite, wo alles erfunden war. Mit Witz. Nicht Witzen, aber okay. Das ist wieder ein Text dieser Seite. Van der Bellen tritt zurück. 3 Rufzeichen. Auch extrem gut funktioniert. Ich meine, ganz ehrlich, wenn etwas 3 Rufzeichen beinhaltet, ist das eigentlich schon ein großes Warnzeichen. Aber auch das, diese Meldung hat sehr gut funktioniert. Und das war eigentlich nur ein Foto und drunter steht, wirklich nur ein Foto und drunter steht der Satz, Van der Bellen tritt zurück, er hat endlich begriffen, dass er nicht gut genug für Österreich ist. Wieder mehr Rufzeichen. Ich meine, dass so etwas begeistert geteilt wird, das lässt ja natürlich schon ein bisschen an der Menschheit zweifeln. Aber also hat gut funktioniert. Und das Problem ist, ich zeige Ihnen kurz, wenn Sie das auf Facebook posten, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Die Vorschau auf Facebook ist prädestiniert, dass Menschen auf Falschmeldungen hineinfallen, weil es oft nur das Foto herzeigt, die Namen des Mediums, der Domain und dann die Überschrift. Und das ist zu wenig Information in den allermeisten Fällen, dass ich schon auf einen Blick merke, hoppla. Ich meine, in dem Fall ist es ein bisschen anders, muss man ganz ehrlich sagen, weil diese 3 Rufzeichen schon, ja, sehr dominant sind. Aber das Problem ist, auf den ersten Blick ist die Vorschau, da habe ich noch nicht genug Information, da wirkt alles sehr schnell wie ein normaler Nachrichtentext. Das heißt, das sehen Menschen, wenn sie das quasi teilen. Und auch da wäre das zum Beispiel eine Übung, die Sie mit den Schülern machen können. Suchen Sie sich diese lustige Meldung heraus. Schauen Sie sich da an, zeigen Sie, wie das in der Vorschau ausschaut, wenn das den Menschen eingeblendet wird, weil es ist zu wenig Information, um wirklich alles zu wissen. Und scrollen, gehen Sie mit den Schülern auf die Webseite und scrollen Sie einfach nur runter.
bis sie das finden. Weil es ist ein Aha-Erlebnis, dass es mir manchmal schon helfen kann, nach unten zu scrollen. Wenn jeder Schüler lernt, nach unten zu scrollen, sind wir schon mal sehr viel weiter. Ich glaube persönlich nicht, weil es gibt oft so die Einwände, müssen wir jetzt alle zu Wunderwutzis beim Recherchieren werden. Ich glaube das persönlich gar nicht. Ich glaube, so ein paar Basics helfen schon, sehr viel Unsinn abzuwehren. Ein paar simple Tricks sind schon extrem gut. Und das Zweite ist, ich habe gesagt, rufen Sie die Seite auf, sezieren Sie das im Unterricht. Ich glaube tatsächlich, dass man im Unterricht so ein paar Beispiele einfach einbringen kann, die so die Mechanismen stärker vorführen. Und ich zeige Ihnen da ein Beispiel, das ich auch in meinem vorigen Buch ein bisschen beschrieben habe, wie solche Gerüchte dann auch herumreißen, wo die herkommen. Das ist eine Geschichte, wir sind wieder bei Schweden. Schweden, offener Bürgerkrieg wegen der Flut von islamischen Migranten. Ich habe die Ende 2015 gesehen, aber lustigerweise auch im Jahr 2017 gab es Geschichten, die hieß, jetzt ist der Bürgerkrieg in Schweden ausgebrochen. Das ist eine Behauptung, die immer wiederkehrt. Da steht also, Schweden, offener Bürgerkrieg wegen der Flut islamischer Migranten und darunter brennt irgendwas. Schaut im ersten Moment recht beeindruckend aus. Die interessante Frage ist, woher haben die Informationen, worauf stützen sie sich da? Wenn man den Text liest, wird man nicht wirklich schlau. Da wird kein Militärgeneral befragt, der irgendwie jetzt sagt, wie dieser Krieg sich entwickelt. Und es kommt auch nicht das Rote Kreuz oder irgendwas zu Wort. Es bleibt ein bisschen nebulos. Nur oberhalb des Textes steht Quelle, Doppelpunkt und dann ist ein Link dort. Ich sage es Ihnen, diesen Artikel habe ich auf der Seite asylterror.com gelesen. Also auch das ist eher ein Warnsignal. Aber dort ist die Geschichte erschienen und wurde dann auch online geteilt. Okay, wir sind auf der Seite asylterror.com, wir fragen uns, woher haben die diese Information? Da gibt es einen Link, klicken wir den Link. Wir landen auf der Seite brdschwindel.org. Es wird immer besser. Dort ist die gleiche Meldung wortident zu finden. Wort für Wort das gleiche, aber keine weiteren Informationen im Text. Aber auch hier haben wir wieder, drüber steht Quelle, Doppelpunkt, Link. Aha, wo haben die Information? Gehen wir eins weiter. Man landet auf der Seite schweizmagazin.ch, das ist eine nationalkonservative Schweizer Seite. Und was glauben Sie, was steht dort? 1:1 der gleiche Text. Copy-Paste. Okay, woher haben die Seite? Auch dort gibt es, also die Information, auch dort gibt es einen Link. Klicken wir auf den. Jetzt passiert etwas. Wir sind auf einmal im englischsprachigen Raum. Wir sind auf der Seite Powdered Wig Society. Das ist eine sehr rechte amerikanische Seite, die sich für das Recht auf Waffenbesitz und so weiter einsetzt. Und auch die hat die Geschichte gebracht, nur steht da halt nicht Bürgerkrieg bricht aus, sondern Civil War Erupts. Es ist das gleiche auf Englisch. Also das heißt, das Schweiz-Magazin hat diese Meldung einfach aus dem Englischen übersetzt. Okay, woher hat also Powdered Wig Society, die Seite aus den USA, die Information? Auch da gibt es einen Link. Und jetzt sind wir auf der Seite Jews News. Eine israelische Seite, die extrem islamfeindlich ist, die auch sehr viele Falschmeldungen verbreitet. Und dort endet dann die Kette, sie werden dort nicht wirklich schlauer, da hört es dann auf, da gibt es dann keinen Link mehr. Und ich habe dann Folgendes gemacht. Mir schien, als ich auf der Seite Jews News war, dass ein Teil des Textes wie ein Zitat wirkte, von der Formatierung her. Und dann habe ich diesen Teil kopiert und in Google eingegeben. So wie Sie das vielleicht bei den Hausarbeiten Ihrer Schüler manchmal machen, ob die das von irgendwo rauskopiert haben, habe ich das mir bei denen auch gedacht, dass das sein könnte. Und dann habe ich das dort eingegeben und ich habe die ursprüngliche Quelle gefunden. Und die ursprüngliche Quelle ist rt.com, russiatoday.com, vormals. Die hat einen sehr schlechten Ruf, weil es ein russisches Staatsmedium ist. Aber in dem Fall hat Russia Today gar nichts wirklich Übles gemacht. Russia Today hat nämlich ganz was anderes berichtet gehabt. Da war kein Wort von Bürgerkrieg oder sowas. In der Ursprungsmeldung von Russia Today ging es darum, dass im Jahr 2015 die Brandanschläge auf Flüchtlingsheime zugenommen haben und es so ein großes Problem mit dieser extremen Gewaltwelle gibt. Das muss man sich durch den Kopf gehen lassen. Da werden die Häuser von Flüchtlingen angezündet
Und einschlägige Seiten im Internet machen dann daraus die Geschichten, es gibt den Bürgerkrieg in Schweden und die Flüchtlinge sind schuld. Da werden sie quasi doppelt zum Opfer. Und so funktioniert die Irreführung im Netz. Fälscher sind oft so faul, die klauen irgendwas zusammen und setzen es in einen komplett neuen Kontext. Und dann reißt das durch etliche Länder, wird in unterschiedliche Sprachen übersetzt und kehrt immer wieder. Und Bürger lesen das dann, lesen das immer wieder, weil sie einschlägige Seiten abonniert haben und denken sich, ich habe das jetzt schon so oft gelesen, ich frage mich, was ist da dran? Wie schon erwähnt, der Wahrheitseffekt. Und wenn Sie dann mit Ihrem Kollegen zum Mittag essen und er erzählt Ihnen, wie arg es in Schweden ist, weil da gibt es jetzt sogar schon Bürgerkrieg, dann werden Sie sagen, nein, das stimmt ja nicht. Und dann setzen Sie sich mal in Google hin und geben Sie ein, Schweden-Bürgerkrieg. Wenn Sie rein nach den Google-Ergebnissen gehen, werden Sie sagen, ja, es gibt den Bürgerkrieg in Schweden. Das heißt, so wird eine illusionäre Wahrheit erstellt durch die Wiederholung. Und ich glaube, das ist ganz lustig für Schüler, das durchzugehen. Das kann man ja selbst auch rekonstruieren. Das ist übrigens nur eines von vielen Beispielen, wo das angewendet wird. Das heißt, misstrauen Sie der Optik. Auch wenn eine Seite auf den ersten Moment seriös wirkt, selbst wenn eine Meldung immer wieder kommt, heißt das noch nichts. Misstrauen Sie Bildern. Das ist auch ganz wichtig. Weil das Problem ist, wir Menschen haben schon fast einen naiven Umgang gegenüber Bildern. Wenn bei einer Geschichte ein Bild dabei ist, dann muss es stimmen. Kann man nichts machen, es ist so. Sie kennen das vielleicht, da gibt es oft diese Zitate im Internet, wo eine berühmte Person irgendwas sagt. Zum Beispiel gibt es Geschichten, wo Abraham Lincoln sagt, dass man keine Zitate im Internet glauben sollte. Das ist garantiert ein richtiges Zitat, weil es war im Internet. Auf jeden Fall, auch das ist bei Falschmeldungen mit ein Thema. Ich zeige Ihnen eine reale Falschmeldung oder ein Bild, das nicht ganz richtig wiedergegeben wurde. Sie sehen das nicht so gut, aber man sieht da so ein bisschen verkrümmte Gänseblümchen. Die haben ganz offensichtlich ihren Defekt, weil sie irgendwie so wie zwei Gänseblümchen sind, die zusammengewachsen sind oder so komisch verbogen. Und dieses Foto ist ein reales Beispiel, das wirklich wahnsinnig durch Netz kursierte. Sogar Online-Medien haben dann falsche Geschichten darüber verfasst, weil es hieß hier, darunter steht, not much more to say, this is what happens when flowers get nuclear birth defects. Und die Geschichte dahinter war, es hieß, das ist in der Nähe von Fukushima in Japan und man sieht da, dass dann dort die ganzen Pflanzen mutieren. Und es war ein sehr, sehr erfolgreicher Fake oder es war einfach nicht ganz richtig. Warum? Das ist nicht unbedingt eine Mutation aufgrund von einem Atomkraftwerk und einer Katastrophe in diesem Bereich. Das heißt Faszien. Das ist ein auch in der Natur auftretender Defekt, wo Pflanzen manchmal verkrümmt sind. Das kann etliche Gründe haben. Und wenn Sie das einmal gesehen haben und gehört haben, gehen Sie mal wandern. Das Lustige ist, Sie werden immer wieder Faszien sehen. Das ist in der Natur sehr häufig sogar, dass einfach manche Pflanzen so eine Deformation haben. Nichtsdestotrotz haben das etliche Medien aufgegriffen. Und ich zeige Ihnen das, weil es eine super Untersuchung amerikanischer Wissenschaftler gibt, von der Universität Stanford. Dort gibt es eine History Education Group, also Geschichtswissenschaftler, die forschen, wie man Aufklärung für Schüler machen kann. Und die haben getestet, wie leicht Schüler von der Volksschule quasi in den USA bis hin zum College in die Irre geführt werden können. Und sie haben auch einige Bildertests gemacht. Und sie haben den Schülern diese Geschichte gezeigt. Das ist einfach nur ein Foto und das Hatzel dazu. Und sie haben gefragt, immer wie glaubwürdig die Information für sie ist. Und das Problem war, 40% der Schüler haben sich sehr von dem Foto beeindrucken lassen. Also für die war das Foto schon der Beleg, dass da was dran ist. Und auf die Frage, wie plausibel das ist, haben die dann oft nicht die Quelle und versucht zu analysieren, sondern die haben dann so Dinge geschrieben wie, das ist schon erschütternd, was Atomenergie machen kann. Also die haben die Fragestellung nicht mal richtig zum Teil beantworten können. Weil ihnen offensichtlich diese Medienkompetenz fehlt, dass sie verstehen, nur weil ein Foto wo ist, das Foto kann real sein, aber es heißt nicht, dass der Satz, der dazu geschrieben wird, stimmt. Und das zu durchschauen, wäre schon eine große Leistung. Das heißt, man kann solche Beispiele auch mit Schülern durchgehen und fragen, was heißt das, was bedeutet das? Und sie können auch noch eines machen, es werden oft dann immer wieder solche Bilder genutzt, diese Gänseblümchen-Geschichte kann immer wieder genutzt werden, das heißt immer wieder Fukushima, Fukushima, oder wir haben das auch häufig, zum Beispiel nach Terroranschlägen kursieren oft krasse Videos oder krasse Bilder. Und Menschen sehen das
und sagen, oh Gott, das ist jetzt gerade in Brüssel passiert. Aber dann stellt sich heraus, nein, dieses Video war nicht der Brüsseler Flughafen, sondern Moskau mehrere Jahre davor. Oder ein anderes Beispiel, als der Anschlag von Manchester war, gab es ein sehr schlimmes Foto von Leichen in einem Raum. Und es hieß, das ist Manchester, um Menschen in Wut zu versetzen. Auf jeden Fall, da hieß es dann, das ist Manchester und es war ein furchtbares Bild. Das Bild ist tatsächlich furchtbar und zu Recht sollte es Menschen erschüttern, aber es war Istanbul, also ein anderer Anschlag. Das heißt, Fälscher nehmen oft ziemlich alte Bilder und behaupten einfach, das ist jetzt was Aktuelles, um Aufmerksamkeit zu erregen oder sogar die Panik anzuheizen. Und da kann ich eines tun, und das kann man mit Schülern durchgehen. Es gibt die Google-Bildersuche. Da gehen Sie auf die Google-Suche und klicken oben rechts auf Bilder oder Sie gehen einfach auf images.google.com und dort können Sie Folgendes machen. Sie können dort Bild-URL einfügen, also da geben Sie entweder die Adresse an, wo ein Bild im Internet gespeichert ist oder Sie laden ein Bild hoch. Und dann zeigt Ihnen Google an, ist dieses Foto schon mal früher im Web gewesen. Und wenn Sie sehen, das Foto war vor 6 Jahren auf irgendeiner Seite, dann wissen Sie, das kann nicht den Vorfall von gestern zeigen, da hat jemand offensichtlich das Bild geklaut. Auch das ist die gute Nachricht, ähnlich wie bei diesen Copy-Paste-Beispielen. Fälscher sind so oft super faul, man kann dann relativ gut hinterher recherchieren. Und gerade die Bildersuche ist wirklich ein Geschenk. Und das ist, glaube ich, ganz interessant für Schüler, das mal ausprobiert zu haben. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich werde es versuchen, recht schnell zu machen. Es ist so, dass Bilder aber auch Aufklärung bedeuten können. Das zeigen Untersuchungen, zum Beispiel von Brandon Neer und Jason Reifler. Die haben Amerikanern, die den Klimawandel in Frage stellen, haben sie die richtige Information mal als Text gesagt und dann mal als Bild, als Infografik. Konkret ging es um die Erderwärmung und wie die zugenommen hat. Und es war so, dass wenn Amerikaner dann eine Infografik über die Erderwärmung sahen, glaubten sie das eher, als wenn sie einfach einen Text lasen. Das heißt, selbst Bürger, die etwas ablehnen, glauben dann doch etwas mehr, wenn es als Grafik daherkommt, weil wir auch da Grafiken eher vertrauen. Und das ist eine Chance für Aufklärung. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht, das im ersten Moment vielleicht Sie überrascht, weil es ist nicht Aufklärung, was ich Ihnen zuerst zeige. Das ist eine Geschichte der Kronzeitung online. Und es steht da, Mindestsicherungsbezieher in Wien nach Land. Also es geht um die Frage, die Leute, die in Wien Mindestsicherung beziehen, aus welchen Ländern sind die? Und es beginnt, Sie können es überhaupt nicht lesen, ich lese es in dessen Form, mit Österreich und dann kommt unbekannt, weil es kann zum Beispiel bei Flüchtlingen so sein, wo man nicht genau weiß, wo die herkommen. Dann kommt Serbien und dann geht es so weiter, der Reihe nach Syrien und so weiter. Also es kommen unterschiedliche Länder, Türkei, Serbien und so weiter. Der Eindruck, der da entsteht, ist, Wahnsinn, die Mindestsicherung geht eigentlich kaum an Österreicher. Und der Text ging auch sehr stark in die Richtung, ist es quasi schlecht verteilt, ist das ein Problem? Diese Grafik hat einen Nebeneffekt. Diese Zahlen sind ja sehr bekannt und es war sehr leicht nachzurecherchieren, inwieweit das stimmt oder nicht. Weil wenn Sie zum Beispiel Grafiker sind, dann haben Sie vielleicht mit dieser Grafik schon jetzt ein Problem, weil es eher ungewöhnlich ist, dass man bis an den Rand den Balken macht. Das ist schon eigentlich eher selten. Und es sind auch generell unterschiedliche Akteure aufmerksam geworden auf diese Grafik. Und, waren Sie ganz kurz, das habe ich eh hier. Es sind mehrere Einrichtungen aufmerksam geworden, unter anderem die NGO SOS Österreich, SOS Mitmensch, Verzeihung. Und die haben dann die Zahlen sich angeschaut und haben die Grafik nachgebaut, wie sie eigentlich aussehen sollte. Und das ist halt beeindruckend, weil ich glaube, ich muss da jetzt gar keinen Satz mehr sagen, Sie sehen sofort, was da schiefgelaufen ist. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass so eine Grafik in der Zeitung erscheinen kann, also in der Online-Zeitung erscheinen kann. Und das zeige ich Ihnen, um einfach fortzuführen, wie Infografiken helfen können. Weil ich könnte da jetzt einen langen Text schreiben, Sie würden es dann intellektuell verstehen, aber eigentlich ist es effizienter, einfach ein Bild herzuzeigen. Es ist die viel sinnvollere Variante. Auch Sie können im Unterricht natürlich mit Bildern arbeiten, wenn Sie vertrauenswürdige Grafiken haben, die etwas gut illustrieren. Und das bringt mich zum letzten Tipp. Vertrauen Sie hilfreichen Quellen.
Das Gute ist, Sie müssen nicht immer von Null anfangen. Nehmen wir diese Meldung, die ich recht lustig finde, also lustig, die ich recht interessant finde. Wien, Schulverbot für Christkind und Nikola, wir haben es schon angesprochen. Auch da müssen Sie nicht jede Aussage nachrecherchieren. Das haben Journalisten schon gemacht und haben den Text, der auch im Print erschienen ist, einfach korrigiert. Und all die Beispiele, die problematisch sind oder keinen Beleg haben, wurden da gekennzeichnet. Und das finden Sie online, das haben Journalisten von Weiß gemacht, Weiß Österreich. Und ich sage Ihnen, was mein liebstes Beispiel des Ganzen ist, wo man so gut zeigt, wie skurril dieser Text ist. Dieser Text sagt eben, es gab ein Schulverbot für den Niccolo. Und es hieß auch, weil so stark quasi die ganze Schule mittlerweile unterjocht sei aufgrund der muslimischen Schüler, dürfe zu Mittag dort kein Schweinefleisch mehr in den Gerichten verteilt werden oder halt drin sein. Und man sieht so die Qualität dieses Artikels daran, dass diese Schule eine Halbtagsschule ist und einfach kein Essen verteilt. Dementsprechend muss man sagen, fairerweise, es stimmt, es gibt kein Schweinefleisch darin. Es ist sogar vegan, also beeindruckende Leistung dieser Schule. Jede Essensintoleranz wurde wunderbar umgangen. Und das heißt, Sie können solche Recherchen auch für sich selbst nutzen. Und ich habe das am Rande schon kurz erwähnt. Manchmal gibt es auch gute Aufklärungen von Webseiten wie mimikama.at, das ist eine Faktenchecker-Seite. Wenn Sie gute Beispiele für den Unterricht suchen, damit Sie das auch einfach die Schüler nachrecherchieren lassen oder durchbesprechen, gehen Sie auf mimikama.at und suchen Sie Beispiele, wo Sie glauben, das könnte die Schüler interessieren. Sie werden wunderbar fündig. Mimikama.at, da ist heute auch der André Wolf da, ist die wichtigste Faktenchecker-Seite im deutschsprachigen Raum. Das heißt, Sie finden genügend Anschauungsmaterial. Und jetzt komme ich zum Schluss. Ich möchte immer mit etwas Positivem enden. Ich habe noch einen letzten Tipp. Neben Aufklärung, Bildern, besseren Recherchemöglichkeiten kann man auch mit Humor reagieren. Weil Humor ist eine Möglichkeit, die Absurdität mancher Aussagen aufzuzeigen. Und zwar hat Humor die Fähigkeit, Dinge wieder so ein bisschen zurechtzurücken, zu erklären, wie absurd das ist. Schon Kurt Tucholsky, der Schriftsteller, sagte einmal, denn das ist Humor, durch die Dinge durchsehen, wie wenn sie aus Glas wären. So Klarheit schaffen. Und es gibt einen Journalisten, der, finde ich, Humor wunderbar nutzt, um antisemitische Verschwörungstheorien aufzuzeigen. Also einfach groteske Behauptungen über die jüdische Weltverschwörung. Das ist der Jair Rosenberg, der ist Amerikaner, er schreibt für das Tablet Magazine, er ist selbst auch Jude. Und kurz zur Erklärung, auf Twitter ist es üblich, dass wenn man eine runde Zahl an Followern erreicht, kurz davor irgendwas verspricht, so zum Beispiel sagt, mein 10.000. Follower bekommt mein Buch gratis. Oder mein 15.000. Follower bekommt ein Abendessen mit mir. Ich persönlich würde das ja nie machen, weil ich Panik hätte, mit wem ich ein Abendessen gehen muss. Aber der Jair Rosenberg hat es mal lustig für einen Gag eingesetzt. Der hat auf Twitter geschrieben, mein 12.000. Follower wird ein Gratisticket für das geheime Treffen bekommen, wo wir Juden entscheiden, wer der nächste Präsidentschaftskandidat der Republikaner ist. Das haben einige Leute lustig gefunden und retweetet und so weiter, also weitergeleitet. Womit der Jair Rosenberg nicht so gerechnet hatte, war, dass wirkliche Neonazis das auch weitergeleitet haben und darin quasi den Beleg der jüdischen Weltverschwörung sahen. Und er hat dann getwittert, oh großartig, das wird jetzt komplett unironisch von richtigen Antisemiten geretweetet. Woraufhin ihm ein solcher Antisemit zurückschrieb, hast du ein Problem, dass wir das offenlegen? Und ich sage das nicht so leichtfertig, dass das ein Antisemit war, aber in dem Fall ist es recht deutlich, warum. Dieser User hatte das Logo der SS als Profilbild auf Twitter. Und er nannte sich selbst Brigadeführer, also Brigadenführer. Und der Jair Rosenberg, der ist ein ziemlich harter Hund, der hat dann diesen User, der quasi
meinte, er deckt ja nur offen, was quasi der Gio Rosenberg, sagt. Er hat dem User geantwortet und hat es ein bisschen zurechtgerückt. Er schrieb ihm, das war ein Witz. Wir entscheiden so etwas nicht bei einem Treffen. Wir klonen künftige Präsidenten ganz einfach. Zeig ihm das. Und er hat das Ganze gescreenshottet, diese ganze absurde Unterhaltung. Wenn Sie mal Zeit haben, können Sie es sich gerne anschauen. Es ist ganz toll. Und es ist bis heute der erfolgreichste Tweet, den Gio Rosenberg schrieb, weil es viele Menschen beeindruckt hat, wie man mit Humor so wirklich groteske Behauptungen wieder zurechtrücken kann. Und damit schließe ich auch schon. Humor ist auch eine Möglichkeit, Absurditäten aufzuzeigen, Dinge zurechtzurücken. Insgesamt haben wir sehr viele Tools, um gegen Manipulation anzukämpfen. Wir haben sehr viele Reaktionsmöglichkeiten. Es ist nur wichtig, dass wir diese Möglichkeiten auch vermehrt nutzen. Danke.